Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Video für euch, denn das heutige Video ist wieder in Zusammenarbeit mit Purish entstanden. Denn vor einigen Wochen kam die wunderschöne Catrice x Jenny Kollektion auf den Markt. Jenny ist in dem Falle, beziehungsweise Jennifer, ist in dem Fall eine deutsche Influencerin, die ich zu meiner Schande tatsächlich nicht kannte. Aber als ich mir dann ihren Instagram-Account angeschaut habe, ist mir zunächst einmal aufgefallen, wie wunderschön sie ist. Also Jenny ist wirklich eine wunderschöne Frau und ich verstehe vollkommen, warum Catrice sich mit ihr zusammengetan hat, um eben eine neue Kollektion rauszubringen. Purish war so lieb und hat mir die komplette Kollektion zugeschickt. An dieser Stelle also ein recht herzliches Dankeschön an das liebe Team hinter Purish. Ich habe mich natürlich aus zweierlei Gründen sehr über die Kollektion gefreut. Zum einen, da sie einfach nur wunderschön ist und zum anderen, da sie meinen Namen trägt. Also ich meine, wie oft passiert es schon einmal, dass eine Kollektion rauskommt, die einem auch noch gefällt und dann heißt sie auch noch wie man selbst. Ich weiß, ich bin damit natürlich absolut nicht gemeint, aber jetzt habe ich Produkte zu Hause, auf denen Catrice x Jenny draufsteht und wie cool ist das denn? Die Kollektion setzt sich aus insgesamt 3 Produkten zusammen. Wir hätten hier einmal das Highlight, das Herzstück der Kollektion. Das wäre die wunderschöne Lidschattenpalette für 9,90 Euro. Dann hätten wir einmal dieses wunderschöne Lip Kit, welches aus dem Lip Liner in der Farbe Nougat und dem Lippenstift in der Farbe Teddy besteht. Hierfür, also für 2 Produkte, würdet ihr insgesamt 7,90 Euro zahlen. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch das flüssige Blush in der Farbe Karma, welches euch 6,90 Euro kosten würde. Solltet ihr jetzt aber sagen, dass euch die ganze Kollektion gefällt, so könnt ihr die Kollektion als solche auch direkt bei Purish kaufen. Also ihr habt bei Purish die Gelegenheit, die Produkte allesamt einzeln zu kaufen oder sie eben praktisch als Komplettpaket für insgesamt 24,90 Euro zu kaufen. Denkt dran, mit meinem Code VONEDEN15 bekommt ihr auf euren Einkauf nochmal 15% Rabatt. Das heißt, solltet ihr euch für die komplette Kollektion entscheiden, lohnt sich natürlich ein kleiner Rabattcode allemal, da ihr so eben nochmal ein kleines bisschen günstiger davon kommt. Aber ich würde sagen, das war jetzt genug zum Intro. Wenn ihr wissen möchtet, ja, wie sich die Produkte auf dem Gesicht verhalten, wie es zu diesem Look gekommen ist, dann würde ich mich jetzt natürlich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Beginnen möchte ich ganz gerne mit dem Herzstück der Kollektion und das wäre natürlich, wie hätte es auch anders sein können, die wunderschöne Lidschattenpalette. Die kommt in einem relativ futuristischen Design. Das Einzige, was mich daran tatsächlich stört, aber das ist auch wirklich bis dato vom ersten Eindruck das Einzige, die schließt nicht komplett. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber die, ja, schließt einfach nicht komplett. Das ist natürlich schade, wenn man die auf Reisen mitnehmen will. Da muss man da vielleicht nochmal extra ein Gummiband drum wickeln oder eben ja irgendwas anderes drum machen, dass sie eben komplett schließt. Aber darum soll es ja nicht primär gehen. Es soll ja um den Inhalt gehen. Und der ist wirklich, wirklich schön. Also das ist eine sehr, sehr schöne, sehr ansprechende Zusammenstellung an Tönen. Highlight ist natürlich hier dieses schimmernde Grün hier oben, auf welches ich mich auch total freue. Normalerweise starte ich meine Looks immer mit einer Crease-Farbe. Das heißt, in dem Falle würde ich einmal hier oben in das, ja, warme, helle Braun gehen. Das wäre einmal die Farbe Roadtrip. Und Roadtrip gebe ich mir einfach mit einem fluffigen Lidschattenpinsel einmal komplett in meine Crease. Der ist jetzt auf dem Auge doch ein bisschen orange-stichiger, als ich gedacht hätte. Also im Fännchen sieht der relativ neutral aus, aber jetzt hier auf dem Auge, finde ich, wirkt er doch ein kleines bisschen, ja, orange-lastiger. Ich weiß nicht, doch, das sieht man eigentlich ganz gut in der Kamera. Ist aber überhaupt nicht schlimm, da ich das eigentlich gerade mit dem Grün, mit dem schimmrigen Grün, was wir uns nachher noch auftragen werden, eigentlich so vom Kontrast ganz schön finde. Ja, ich habe ja schon gesagt, erwartet jetzt hier kein schminktechnisches Meisterwerk. Ich werde mir den Lidschattenton jetzt einfach komplett in der Crease verteilen, alles schön hoch ausblenden, denn ich habe ja, leichte Schlupflider und da muss man den Lidschatten doch immer noch ein bisschen
höher auftragen, dass man ihn auch gut sehen kann. Ich habe mir die Farbe Road Trip jetzt einmal in der kompletten Lidfalte am äußeren V und am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Ist wie gesagt ein bisschen orangefarbiger als im Fändchen, ja, als er im Fändchen den Eindruck gemacht hat. Aber was ich sagen kann, es gab auf jeden Fall kein Fallout. Also meine untere Augenpartie ist komplett frei und er ließ sich sehr schön verblenden. Also der Ton gefällt mir von der Qualität, vom ersten Eindruck her auf jeden Fall gut. Aber jetzt wagen wir uns einmal in die etwas dunkleren Gefilde, denn eigentlich möchte ich heute einen etwas dunkleren Look schminken. Wir hätten hier nämlich einmal ein richtig schönes dunkles Braun drin. Das wäre hier unten einmal die Farbe Grounded. Und Grounded werde ich mir Grounded in das äußere V setzen und eben meine ganze... Ach, der Pinsel ist nicht ganz so gescheit dafür. Ich fange jetzt langsam an, Grounded im äußeren V ein bisschen mehr aufzubauen, dass ich eben eine schöne, dunkle, ja, ein schönes, dunkles, äußeres V bekomme. Der ist tatsächlich nicht so gut pigmentiert, wie ich es gedacht hätte. Also da muss man definitiv häufiger ins Fändchen gehen. Ich finde, die Pigmentierung vom ersten Ton von Road Trip war ein kleines bisschen besser. Also jetzt, wenn ich das auch so in der Kamera sehe, ich bin jetzt tatsächlich schon einige Male in den Ton reingegangen, aber ich finde, der ist wesentlich schlechter pigmentiert als der erste. Von der Farbe her, ja, ist ja ganz schön. Es ist halt ein dunkles, neutrales Braun. Ich werde mir den hier übrigens auch nochmal so ein kleines bisschen durch die Crease ziehen, da ich eben den ganzen Look doch nochmal ein bisschen, ja, dunkler haben möchte. Ich habe mit Grounded jetzt also nochmal mein äußeres V, die Crease und den unteren Wimpernkranz betont. Von der Farbe gefällt mir Grounded sehr gut. Also das ist jetzt gerade in Kombination mit Road Trip ein richtig schönes, schokoladiges Braun geworden. Also von der Farbe gefällt mir der Ton sehr gut. Allerdings musste ich den jetzt schon einige Male schichten. Also der ist, was die Pigmentierung angeht, nicht ganz so intensiv wie Road Trip, wie der erste Ton. Den musste ich jetzt wirklich ordentlich schichten, bis ich ein dunkles Ergebnis bekommen habe. Das muss jetzt natürlich nicht unbedingt ein negativer Punkt sein, denn viele bevorzugen ja in der Tat etwas leichter pigmentierte dunkle Lidschatten, da sie das einfacher verblenden können, da sie das einfacher aufbauen können. Bei den stark pigmentierten Farben hat man halt das Problem, man hat dann diesen dunklen Block in der Ecke und muss den dann natürlich irgendwie verblendet bekommen. Von daher, was so das Aufbauen angeht, was die Intensität betrifft, die man dann durch den Aufbau erreicht, das ist natürlich gegeben. Also ich habe schon ein recht dunkles Ergebnis bekommen, musste halt viele, viele Schichten übereinander legen. Aber wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt sein. Es ist mir nur aufgefallen, dass der eben nicht ganz so stark pigmentiert ist wie eben Road Trip. Kommen wir zum Star der Show bzw. zum Star der Palette. Und das wäre ohne Zweifel hier oben das schimmernde Grün, die Farbe Offshore. Und Offshore, das ist so ein wunderschön changierend glitzernder Grünton. Ich habe den schon bei ganz vielen Mädels auf dem kompletten Lid verteilt gesehen und der ist wirklich, wirklich schön. Ich werde jetzt einen meiner Finger nehmen, da ich solche Schimmertöne grundsätzlich mit dem Finger auf dem Lid verteile. Ich nehme jetzt einfach mal hier ganz unromantisch meinen Mittelfinger. Der ist super, super weich. Seht ihr das überhaupt? Ja, der ist super, super weich und den gebe ich mir oder den tupfe ich mir jetzt einfach hier auf mein Lid drauf. Wow. Okay, der ist der Wahnsinn. Heiland. Das sieht in der Kamera jetzt wahrscheinlich gar nicht so eindrucksvoll aus, aber da habe ich fast ein bisschen zu viel auf meinen Finger gegeben. Der ist ultra gut pigmentiert. Ach du Heiliger. Ich versuche das mal noch ein bisschen hier in den inneren Augenwinkel zu ziehen. Wow. Also gut, in der Kamera sieht das jetzt natürlich alles sehr ausgewaschen aus. Also es ist natürlich durch die Lampen sehr hell. Ich sehe sehr, ja, ausgewaschen aus. Aber ihr seht hoffentlich diese extreme metallische Deckkraft dieses Lidschattens. Also wow, der gefällt mir richtig, richtig gut.
Das habe ich aber schon fast gedacht. Also ich habe den Ton in der Palette gesehen und dachte mir nur so, wow. Hätte ich gedacht oder hätte ich gewusst, dass er so krass pigmentiert ist, hätte ich ein bisschen weniger auf meinem Finger aufgetragen. Aber der ist wirklich wunderschön. Ich habe mir den Ton jetzt einmal auf das komplette bewegliche Lid gegeben und ihn vorne auch noch so ein kleines bisschen in den unteren Wimpernkranz mit reingezogen und ihn auf dem Lid noch so ein bisschen mit Grounded verblendet. Und was soll ich euch sagen, das ist wirklich eine schöne, schöne Farbe. Also das ist ein ganz intensiv pigmentierter, schimmernder, glitzernder Grünton. Also das ist wirklich, ja, die Farbe der Palette meiner Meinung nach. Und ich finde es einfach super schön. Also es ist ein richtig, richtig schöner Glitzer, den ich jetzt natürlich auch ein bisschen unter dem Auge habe. Also da müsstet ihr vielleicht den Pinsel noch einmal feucht ansprühen oder eben Concealer, Foundation etc. danach auftragen. Also der hat schon so ein bisschen runtergekrümelt, aber das, Gott, es ist ein Glitzerton. Also das machen Glitzertöne für gewöhnlich eigentlich immer. Aber ich finde es sehr schön. Also das ist definitiv ein richtiger Hingucker auf dem Lid. Ich hätte ihn wahrscheinlich doch ein bisschen leichter auftragen sollen, dass ich vielleicht nur so einen ganz leichten grünen Reflex mit auf dem Lid habe, weil jetzt ist es natürlich schon, ja, sehr am Glitzern. Aber ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner, trage Mascara auf und dann sehen wir uns gleich für Blush und Lippenstift nochmal wieder. Ich habe jetzt natürlich nicht die kompletten Töne aus der Palette verwendet. Von den insgesamt 6 Farben habe ich jetzt tatsächlich doch nur 3 verwendet. Eigentlich wollte ich den Goldton unten auf der Wasserlinie bzw. auf dem unteren Wimpernkranz auftragen, habe mich dann aber doch eher für einen etwas, ja, dunkleren Look entschieden. Von daher würde ich sagen, swatchen wir die 3 restlichen bzw. noch fehlenden Farben einmal schnell. Hier oben ist die Farbe Cellini. Das ist ein, ja, ein Goldton, würde ich sagen. Also ein sehr gedecktes Gold. Ist sehr hell auf jeden Fall. Der eignet sich bestimmt richtig gut eigentlich für den Inner Corner. Den sieht man jetzt hier auch tatsächlich eher in Form von so einem leichten Schimmer auf meinem Handrücken. Ich überlege gerade, ob ich mir den noch irgendwo aufgeben soll, aber ich mag es eigentlich, dass der grüne Ton in meinem inneren Augenwinkel ist. Von daher werde ich den hier jetzt wahrscheinlich nicht auftragen, aber hier habt ihr auf jeden Fall ein sehr schön helles Gold. Dann hätten wir hier unten einmal das etwas kräftigere, dunklere Gold mit der passenden Farbe Golden Hour. Und Golden Hour hat im Vergleich zu Cellini noch einiges an dunklen Pigmenten enthalten, sodass der Ton, oh ja, der ist schön. Der ist auch richtig schön weich vom Auftrag. Und ihr seht es hier, das ist im Vergleich zu Cellini auch nochmal ein richtiges Gold. Also Cellini ist eher ein Weißgold, ein helles Weißgold, würde ich sagen. Und Golden Hour, ihr seht es, ist wirklich ein richtig schön reflektiver Goldton. Und zu guter Letzt hätten wir noch einen matten Lila-Ton mit in der Palette. Das wäre hier unten einmal die Farbe Self Love. Und Self Love ist ein relativ neutrales Mauve, würde ich tatsächlich sagen. Den gebe ich hier noch einmal mit unten drunter. Der lässt sich jetzt auch ziemlich leicht, ja, ausblenden. Also ich wische hier gerade den Ton auf meinem Handrücken schon so ein bisschen mit weg. Also ich denke mal, bei dem Ton braucht ihr auch ähnlich wie bei Grounded wieder ein paar Schichten, um ihn wirklich richtig schön dunkel hinzubekommen. So, hier habt ihr jetzt also die restlichen 3 Farben einmal auf meinem Handrücken geswatcht. Wir machen einmal mit dem nächsten Produkt aus der Kollektion weiter und das wäre einmal das Liquid Blush in der Farbe C01 Karma. Liquid Blushes habe ich tatsächlich kein einziges. Also ich habe einige Hybriden, ich habe einige Creme Blushes, aber so ein richtig klassisch flüssiges Blush habe ich tatsächlich nicht in meiner Sammlung. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Farbe. Ich werde mir jetzt zuallererst einmal einen kleinen Swatch auf meinem Handrücken auftragen. Oh, der ist... der geht schon ein bisschen in die korallfarbene Richtung. Ich verblende den mir eben einmal auf meinem Handrücken. So, hier seht ihr die Farbe. Die geht tatsächlich sehr in die
Korall, Orange, pinke Richtung, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr frische Farbe und da habe ich jetzt echt ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Also ich bin ja wirklich, was Creme Blushes angeht, sehr überzeugt davon, aber so flüssige Blushes, da habe ich gerade irgendwie so ein bisschen Angst, dass er mir die Foundation mit abträgt. Aber ich würde sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir probieren den einmal zusammen aus. Ich gebe mir jetzt einfach ein bisschen was auf meinen festgebundenen Blushpinsel. Ich habe jetzt hier so eine kleine Menge drauf. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal all in. Und ich verteile mir den einmal hier auf beiden Wangen. Oh, das war eine Menge. Also hier ist tatsächlich weniger ist mehr. Ich würde einmal ganz kurz meinen Pinsel sauber machen und dann werde ich gleich versuchen, diesen Blush noch einmal so schön wie möglich einzuarbeiten. So, ich habe jetzt das restliche Produkt aus meinem Pinsel einmal schnell abgetragen und jetzt werde ich anfangen, mir den Blush ja einfach über die Wangen zu verteilen bzw. ein bisschen einzuarbeiten. Ich glaube, oh nein. Ich glaube, ich habe gerade tatsächlich auch schon ein kleines bisschen zu lang gewartet, beziehungsweise ich habe einfach viel zu viel genommen. Ich kriege das jetzt gerade mit dem Pinsel und der Tupftechnik überhaupt nicht verteilt. Oh je, oh nein, oh nein, ich glaube, ich habe tatsächlich zu lange gewartet. Ich bin so ein bisschen, wie gesagt, flüssige Blushes habe ich noch nie so wirklich verwendet. Und ich habe schon gehört, dass man die nach Möglichkeit immer sehr schnell einarbeiten muss. Oh je, das war ein Satz mit X. Das war nix. Ich versuche das Ganze jetzt noch irgendwie einmal zu retten. Und ich weiß, warum ich kein Fan von solchen flüssigen Blushes bin. Also ich bin eher der gemütliche Schminker, muss ich tatsächlich sagen. Ich nehme mir meine Zeit, ich nehme mir Ruhe und dieses schnell, schnell, schnell einarbeiten, bevor es antrocknet und sich nicht mehr verblenden lässt, das ist nicht meins. Also von der Farbe her ist der Blush ganz schön, aber ja, nee, also keine Chance. Ich krieg den echt nicht mehr eingearbeitet. Also ich beschäftige mich damit jetzt noch mal ein kleines bisschen ausgiebiger und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt doch noch ganz gut verteilt bekommen, aber gerade hier auf der linken Wange ist es nach wie vor ein bisschen fleckig. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob es daran lag, dass ich zu viel genommen habe. Ich meine, ich habe es ja dann noch auf beide Wangen verteilt oder dass ich halt wirklich zu lange gewartet habe mit dem Einarbeiten. Aber ich muss sagen, ich bin leider kein Freund von dem Blush. Also klar, es kann jetzt natürlich auch an meinem eigenen Versagen liegen, dass ich zu langsam war, dass ich den falschen Pinsel benutzt habe etc. Aber mir gefällt der leider gar nicht. Also das Hautgefühl, ich habe das jetzt noch nachträglich ein bisschen abgepudert tatsächlich. Ich habe mir keinen weiteren Blush aufgetragen, da ich für meine Verhältnisse doch jetzt relativ viel Blush auf den Wangen habe. In der Kamera seht ihr das durch die Lichter jetzt natürlich nicht ganz so extrem, wie ich es im Spiegel sehe. Aber hier, also, nee, ich bin da einfach kein Freund von. Also mein Pinsel hat jetzt hier auch überall so ganz kleine Härchen verloren, weil dadurch, dass es halt so flüssig ist und tatsächlich auch so ein bisschen klebrig antrocknet, habe ich jetzt hier überall ganz feine Flusen von meinem Pinsel mit auf der Wange. Von der Farbe her ist es ganz schön, also es ist jetzt nicht meine präferierte Blushfarbe tatsächlich, aber sie zaubert auf jeden Fall schon eine gewisse Frische ins Gesicht und es sieht auf jeden Fall von der Farbe her nicht schlecht aus, aber ich habe jetzt hier wie gesagt überall Pinsel, Härchen und Fusseln kleben, da das Produkt eben auch wirklich klebrig antrocknet. Nee, also von dem Blush bin ich leider kein Fan. Machen wir nun aber mit dem Produkt weiter, auf welches ich mich neben der Palette wirklich am meisten gefreut habe. Und zwar wäre das einmal das Lip Kit aus der Kollektion. Dieses Lip Kit enthält einen Lippenstift und einen passenden Lip Liner. Und darauf habe ich mich sehr gefreut.
Also ich liebe Lippenstifte, ich liebe Lip Liner und die Kombination aus diesen beiden Produkten hat mir auch wirklich immer sehr, sehr gut gefallen. So sehen die beiden Produkte einmal aus. Ich würde sagen, das ist ein relatives, das geht fast so ein bisschen in die Richtung von dem mauvigen Lippenstift, von dem mauvigen Lidschatten aus der Palette. Ich fange jetzt einmal mit dem Lip Liner hier an. Das wäre einmal die Farbe C01 Nougat und damit werde ich mir jetzt einmal meine Lippen umranden. Lip Liner trage ich persönlich eigentlich so gut wie jedes Mal auf, da ich, also für mich gehört zu jedem Lippenstift einfach auch ein Lip Liner dazu. Ich weiß, viele nutzen keinen Lip Liner, aber ich gehöre zu der Fraktion, die sich den Lip Liner wirklich gerne aufträgt, die den gerne verwendet. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall einmal die restlichen Lippen umrahmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das wäre Nougat jetzt einmal komplett aufgetragen und ich muss sagen, er gefällt mir sehr. Also der Name ist hier definitiv Programm. Nougat erinnert mich sehr an meinen liebsten Lip Liner, an Beeper von Colourpop. Das ist ein richtig schönes 90er Jahre Mauve, Braun, Grayish, wie auch immer man es nennen möchte. Also das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Der ließ sich sehr, sehr leicht auftragen, hat sehr präzise gemalt und ja, also was will man mehr über einen Lip Liner sagen? Mir gefällt die Farbe und den könnte ich mir auch vorstellen, ohne Lippenstift zu tragen. Also dass ich mir die Lippen mit dem einfach komplett ausmale, eben da mir der Ton richtig gut gefällt und genau in mein Beuteschema passt. Aber heute wollen wir natürlich auch noch den Lippenstift ausprobieren. Das hier wäre jetzt die Farbe C01 Teddy. Und ich muss sagen, vom Design her gefällt mir die ganze Kollektion unheimlich gut. Also auch der Lippenstift sieht wirklich, wirklich edel und hochwertig aus. Oh. Und das ist eine schöne, schöne Farbe. In der Kamera wirkt er jetzt ein kleines bisschen rotstichiger, als er eigentlich ist. Also ich würde sagen, dass das eigentlich schon ein relativ warmes Braun mit einem mauvigen Unterton ist, aber hier in der Kamera wirkt der jetzt gerade sehr rötlich. Auf den bin ich jetzt aber sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube aber fast, also das ist genau meine Farbe. Das wäre die Farbe Teddy jetzt einmal frisch aufgetragen, also noch am Glänzen. Ich würde mir tatsächlich meine Lippen gleich nochmal abblotten, da ich den matten Look einfach schöner finde und da sich sonst der komplette Lippenstift auf meinen Zähnen verteilt. Aber was soll ich euch sagen, es ist eine bildschöne Farbe. Also gerade auch in Kombination mit dem Lip Liner ist das einfach ein richtig schöner 90er Jahre braun Look. Also das sage ich jetzt auch mit dem positivsten Unterton aller Zeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Kombination, die mir unheimlich gut gefällt. Und ich gehe sogar fast so weit zu sagen, dass ich das Lip Kit sogar noch schöner als die Palette finde. Denn vom Ton her, der macht die Zähne nicht gelb, der fügt sich zu dem Braun der Palette einfach, es ist einfach eine richtig, richtig schöne Kombination, die mir richtig gut gefällt. So ihr Lieben, das wäre also der fertige Look mit den Produkten aus der Catrice Kollektion. Ich würde sagen, ich gebe euch jetzt noch mal schnell Feedback zu den einzelnen Produkten und da fangen wir natürlich einmal mit der Lidschattenpalette an. Die hat mir vom ersten Eindruck her gut gefallen. Also die Töne ließen sich super leicht verblenden und gerade Offshore, der metallische Glitzerton, der hat es mir einfach angetan. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe und ich finde, das ist auch definitiv mal eine Palette, die ja eine Color Story, also eine Farbzusammenstellung hat, die man nicht so häufig in der Drogerie findet. Ich finde, das ist eine sehr besondere Palette von der Zusammenstellung der Töne und die Qualität hat mir jetzt vom ersten Eindruck her auch gut gefallen. Die dunklen Töne sind nicht ganz so stark pigmentiert, aber ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass das bei den dunklen Tönen ja auch nichts Negatives sein muss, da man so eben die Chance hat, dass man die Lidschatten richtig schön ausgeblendet bekommt, bevor man eben die nächste Schicht aufträgt. Also solltet ihr so eine Art von Palette noch nicht in eurer Sammlung haben, würde ich sagen, schadet sie definitiv nicht. Das ist eine tolle Palette mit tollen Farben. Der einzige Minuspunkt meinerseits wäre hier tatsächlich die Tatsache, dass die Palette eben nicht schließt, dass die eben quasi die ganze Zeit, ja, so halb offen ist, wenn man so möchte.
aber von den Farben her und von der Art und Weise, wie ich sie gerade auf mein Lid gebracht habe, haben sie mir sehr gut gefallen. Machen wir mit dem Liquid Blush in der Farbe Karma weiter. Und das wiederum hat mir leider nicht so gut gefallen. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, da ich persönlich eben keinerlei Erfahrung mit Liquid Blushes habe, da ich mir schon gedacht habe, dass ich sie nicht mögen werde. Und das war jetzt bei diesem Blush hier leider auch der Fall. Über die Farbe müssen wir uns nicht streiten. Das war eine sehr schön frische Farbe, die auch gut zu den Tönen der Palette passt. Also was die Farbe angeht, alles gut, ist ein schöner Ton, aber mir gefällt halt einfach das Konzept eines Liquid Blushes nicht. Also über Creme Blushes brauchen wir nicht reden. Creme Blushes jederzeit gerne, aber hier mit diesem flüssigen Produkt, da bin ich gerade wirklich ein bisschen dran verzweifelt. Ich habe zwischen ja, dem Auftrag und dem Verblenden maximal 10 Sekunden Zeit gelassen, vielleicht sogar 15, und da hatte ich eben schon meine Probleme, ja, den Blush ordentlich zu verteilen. Ich glaube, ich habe aber auch einfach zu viel genommen. Ich habe das ja dann auf beide Wangen gleichzeitig verteilt und ich glaube, das war eben mein Fehler, warum ich den Blush nicht richtig ausgeblendet bekommen habe. Denn in der Zeit kann er natürlich schon auf der anderen Seite eintrocknen. Also wenn ihr den verwenden solltet, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr erst eine Wange macht. Denn sonst habt ihr wirklich dasselbe Problem wie ich. Die eine Wange trocknet schon an, während ihr euch gerade mit der anderen beschäftigt. Also hier bitte auf jeden Fall wirklich schnell arbeiten, einen möglichst fusselfreien Pinsel verwenden, da der Blush sehr klebrig wird ab einer gewissen Zeit und eben demnach auch alle Fusseln aus dem Pinsel mit anzieht, und eben wirklich immer eine Wange nach dem anderen machen. Das war vorhin mein Fehler, aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Also ich habe vorhin einfach viel zu viel genommen und klar, ich hätte das alles nochmal nachdrehen können, aber das wäre eine Heidenarbeit gewesen. Ich hätte mich wieder neu schminken müssen und alles. Aber das gehört eben auch nochmal dazu, dass ihr eben seht, ja, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Von daher kann ich das Produkt jetzt in dem Sinne nicht negativ bewerten, weil ich es vielleicht falsch verwendet habe. Aber generell gesagt sind flüssige Blushes einfach, ja, nicht meine bevorzugten Blushes. Ich kann mit denen nicht so viel anfangen. Und von daher würde ich sagen, es ist an sich bestimmt kein schlechtes Produkt. Aber mir hat es halt gar nicht gefallen, da ich den etwas unkomplizierteren Auftrag dann doch eher zu schätzen weiß. Und hier waren einfach viel zu viele Komponenten, ja, die mir diesen entspannten Auftrag genommen haben. Und von daher, ja, wie gesagt, kann ich nicht komplett sagen, dass das Blush nicht gut ist, aber es ist halt nicht mein Produkt. Kommen wir nun zu meinem liebsten Teil aus der Kollektion, und das wäre tatsächlich nicht die Palette, sondern das Lip Kit. Also das Lip Kit gefällt mir unheimlich gut. Der Lip Liner und der Lippenstift, die sind so schön aufeinander abgestimmt und es ist einfach eine sehr schön tragbare Farbe am Ende des Tages. Also bei Braun sind ja viele noch so ein bisschen zurückhaltend, aber ich finde diese Art von Nude, Mauve, Braun, das ist eine ganz tolle Alltagsfarbe. Also das Kit hat mich wirklich mehr als positiv überrascht. Der Lip Liner in der Farbe Nougat hat einen richtig, richtig schönen 90er-Jahre-Ton, würde ich sagen, den ich halt auch wirklich gerne so tragen würde. Lip Liner nur so tragen ist immer ein bisschen schwierig, da ich halt sehr trockene Lippen habe und Lip Liner auch wirklich sehr austrocknend sein können. Aber der hat mir von der Farbe richtig, richtig gut gefallen. Ich finde es auch wirklich, wirklich gut, dass sie das Lip Kit eben in Kombination mit Lippenstift und Lip Liner gemacht haben. Hätten sie es einzeln gemacht, wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob viele Leute den Lip Liner gekauft hätten. Einfach nur, da ich das Gefühl habe, dass weniger Leute Lip Liner verwenden als Leute, die Lip Liner verwenden. Aber ich finde den in Kombination mit dem Lippenstift toll und das ist wirklich ein richtig, richtig schöner Lip Liner. Über den Lippenstift in der Farbe Teddy habe ich natürlich auch nur Positives zu berichten. Ich habe meine Lippen jetzt in der Zeit einmal mit einem Papiertuch abgeblottet und ich habe trotzdem
nicht das Gefühl, dass sie trocken sind. Ich habe immer noch sehr glänzende Lippen und das ist einfach eine schöne, schöne Farbe. Also das Lip Kit ist richtig, richtig gelungen. Lip Liner und Lippenstift ergänzen sich so schön. Das ist eine absolute Alltagsfarbe meiner Meinung nach, die aber auch perfekt mit den Brauntönen aus der Palette harmoniert. Also ich finde, insgesamt ist das ein sehr harmonischer Look geworden, da sich die Farben eben wirklich so gut ergänzen. Und das Lip Kit, also wenn ich euch ein Produkt wirklich komplett empfehlen kann aus der Kollektion, dann ist es tatsächlich das Lip Kit. Wir sind am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video und der Look gefallen hat. Und an dieser Stelle möchte ich die Chance natürlich nochmal nutzen, um mich bei dem lieben Team hinter Purish für das Zusenden dieser wunderschönen Kollektionen zu bedanken. Vielen lieben Dank, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Es sind schöne, schöne Produkte dabei und ich bin einfach nur happy, dass ich jetzt dieses Lip Kit zu Hause habe. Also das hat mir wirklich, wirklich richtig, richtig gut gefallen. Aber ja, ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt auch an dieser Stelle, da es wahrscheinlich wieder ein kleines bisschen länger geworden ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch jetzt, da wir heute den 2. Januar haben, auf jeden Fall nochmal einen guten, guten Start in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund reingerutscht, pannenfrei reingerutscht und ich wünsche euch für 2022 einfach nur das Beste und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in Zukunft hier auf meinem Kanal vertreten sein würdet. Ich würde mich aber auf jeden Fall erstmal schon mal freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten, guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.